Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Ich bin von Nöher Gameplays als Hobby und ja, heiße euch herzlich willkommen bei den nächsten drei Online-Rang-Match-Kämpfen. Wir fangen auch direkt an. Wir suchen den nächsten Gegner. Müssen wir noch welche finden? Erstmal finden wir wohl wieder keinen. Während ich den letzten Kampf eigentlich nicht hätte verlieren dürfen, weil ich ja unter der Erde war, müssen wir uns echt ein bisschen anstrengen, dass wir mal wieder ein paar Punkte kriegen und wieder ein bisschen Prozente dazu. So, neue Herausforderung gefunden. Wen haben wir denn da? Aus Österreich, dem Mel. Mit Turtok 574 Siege. Okay. Oh, scheiße. Abstiegskampf. Juhu. So was haben wir doch gern. Immer schön Druck ausüben. Ich hab eigentlich auf Schild gedrückt. Okay. Hey. Hallo? Lieber Herr Merl, lass mich auch mal was machen. Irgendwie wird das jetzt auch schon wieder langweilig. Ach Mann! Geht doch! Meine Fresse nicht! Ja, eine schöne Kombo machst du da. Oh, da kann er ihn direkt halten dabei? Ah, scheiße. Was mache ich falsch?
Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Ich weiß es nicht. Und bist du zufrieden mit deinen Leistungen? Nein, eigentlich überhaupt nicht, merke ich gerade. Okay, Merl, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, auch wenn auch wieder ziemlich langweilig war. Ich verstehe es nicht. Wie kann man so langweilig kämpfen? Wen haben wir denn hier? Alexis, Siege 2 aus Amerika. Also wenn ich das jetzt nicht gewinne, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann, ich glaube, muss ich aufhören mit Pokémon Tekken DX. Also für 2 Siege hat er mir doch gut was abgezogen hier. Ja, wenigstens einer mal da wieder richtig kämpfen will. Das war mir so klar, dass er dadurch abwehrt. Okay, das war jetzt ein... Es tut mir leid, Alexis, aber das war jetzt natürlich kein Wunder, dass ich gewonnen habe. Ja, er hat nur 2 Siege gehabt, noch nicht viel Erfahrung. Das hat man auch beim Kämpfen gemerkt. Ach, Rangabstieg vermieden, juhu. Aber nichtsdestotrotz war es ein guter Kampf, Alexis, ja? Also, bleib in Übung. Ansonsten sehr zufrieden. Kannst du auf dich sein, eigentlich. Vielleicht ist Macho Meier für den Anfang ein bisschen zu langsam. Da sollte man vielleicht auch mit jemand anderem trainieren zu spielen. Gleich mit so einem Standard-Pokémon. Wie Sivaro oder Mewtwo oder... Wer ist noch Standard? Logok. Okay, wir suchen den letzten. Ein Logok. Freaks. Aus Russland, Russische Föderation. Hey, aus Russland hat schon nie einen. Privet? Oder Freex oder so, keine Ahnung. Mit Logok. Bin ich ja mal gespannt. 2 Siege, also genau wie eben gerade Macho Mai. Schauen wir mal. So, jetzt reicht's aber mal. Bleib mal auf dem Boden hier. Hey, oh.
Okay. Ah ja. Erste Runde 1-0. Das ist ja jetzt noch ist nichts entschieden, ne? Ich muss ihn doch erstmal kennenlernen, wie er spielt. Hey, normalerweise habe ich ihn getroffen. Dachte ich doch. So. 1-1. Bei meinen letzten 4 Kämpfen, bevor ich hier mit diesen Dreierkämpfen jetzt angefangen hatte, hatte ich ja auch gedacht, mit Loka kann man echt geil kämpfen. Und es sieht auch cool aus. Aber man muss es natürlich auch hinkriegen, mit dem so gut zu kämpfen. Falscher Knopf oder sowas. Nein! Oh nee, wehe, der hat jetzt gewonnen, ey. Das darf ja echt nicht wahr sein. 19 KP. Nein! Meine Fresse, nee. Ah, das gibt's doch nicht. Ich meine, Frix, herzlichen Glückwunsch. Aber scheiße. Hallo, die Bewertung spricht doch für sich. Das hätte ich gewinnen müssen. Okay, das war der 3. Kampf in Folge. Gibt's nicht, ey. Gegen jemanden verloren, der nur 2 Siege hat. Nix gegen dich, Frix. Wie gesagt, war ein guter Kampf, nicht schlecht. Aber von mir aus gesehen, ich kann es nicht verstehen. Okay. Alles klar, das waren die nächsten 3 Kämpfe bei Pokémon Tekken X auf der Nintendo Switch. Ich bin von mir Gameplays als Hobby und etwas ratlos, aber okay. Wir haben zumindest einen Abstiegskampf vermasselt. Wir bleiben bei dieser Gruppe, wo wir gerade sind. Die Frage ist nur, für wie lang. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne einen Daumen oben da lassen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, hoffe ich doch, und auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Tschüss.